Wenn Manuel und Stefan sich ihren Joint bauen, dann ist das nicht zum Vergnügen. Es ist ihre Medizin. Sie haben sich über ein Selbsthilfeforum im Internet kennengelernt. Beide sind schwer erkrankt. Manuel Gocher aus Hamm ist eigentlich Physiotherapeut und erlitt einen schweren Bandscheibenvorfall. Die Schmerzen wurden immer schlimmer, sie gingen überhaupt nicht weg. Andersrum haben die Ärzte auch keine Indikation für eine Operation gesehen und haben deshalb versucht, mich mit Medikamenten zu behandeln. Teilweise musste ich Opiate nehmen, die mich halt wirklich komplett aus der Welt geschossen haben. Da habe ich meinen Alltag überhaupt nicht mehr bewältigt bekommen. Jetzt macht Manuel eine Umschulung zum Industriekaufmann. Bei Stefan Gutstein aus Werl wurde vor 16 Jahren Morbus Crohn diagnostiziert. Sein Körper bekämpft also nicht vorhandene Entzündungen in den Organen. Das verursacht schwere Schmerzen. Morbus chron ist nicht heilbar, aber Cannabis lindert die Symptome. Viel besser als die vielen ausprobierten Mittel zuvor. Den Rausch als Nebenwirkung kann er inzwischen kontrollieren, sagt er. Wie Sie sehen, brauche ich keine zehn Tabletten mehr nehmen. Das ist schon mal ein positiver Vorteil. Sprich, die Organe und die ganzen Nebenwirkungen von den Medikamenten sind erstmal weg. Mit der kleinen Nebenwirkung vom Cannabis nach der Eingewöhnungsphase kann man mit leben, so dass ich mein Alltag, soziales Umfeld, als Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens, ganz normal den Alltagablauf gerecht werden kann. Ne? Im Körper gibt es rezeptoren Das sind natürliche Systemregler in fast allen Organen. Im Krankenkörper gibt es davon nicht genug. Die Handpflanze hilft mit ihren Cannabinoiden also dem Körper aus. Beim normalen, gesunden Menschen ist der, Eimer halb, ist, der, ist der Eimer voll. Sprich, wenn man eine Cannabis-Zigarette konsumiert, wäre der Eimer am Überlaufen. Bei einem kranken Menschen, wo das Cannabinoid-System quasi gestört ist, wie bei uns, ist der Eimer halb voll und wenn wir unsere Medizin zu uns nehmen, funktioniert der Körper im Ganzen. Sprich, der Eimer ist wieder voll und dementsprechend funktionstüchtig. Ne? Doch Cannabis gibt es nicht auf normalem Weg. Patient und auch Apotheker brauchen eine Sondergenehmigung der Bundesopiumstelle. Ein kompliziertes Verfahren. Stefan Gutstein ist einer von bundesweit 250 Patienten, die das bislang dürfen. Aber die Kosten dafür muss er selbst tragen. Dr. Franjo Groten-Hermann ist selbst chronisch erkrankt und kann seine Patienten nur noch liegend empfangen. Cannabis kann in seinem Fall nichts ausrichten, aber der Allgemeinmediziner ist Experte auf dem Gebiet. Er berät inzwischen nur noch Patienten, die Cannabis brauchen und woanders keine Hilfe bekommen. Er hat auch Manuel Gocha mit seinem Antrag auf Sondergenehmigung geholfen. Die Nebenwirkungen von Cannabis sind abgesehen der Schäden durch das Rauchen äh, etwa so zu bewerten wie bei anderen Medikamenten auch. Man muss natürlich immer. Risiko und Nutzen abwägen. Ja, wir reden hier nicht von Husten und Schnupfen, sondern wir reden von chronischen Schmerzen, von starker Übelkeit. Den Leuten geht es oft wirklich sehr schlecht. Manuel Gocher hat einen Blog im Internet angefangen, eine Seite, auf der er über seine Erfahrungen mit Cannabis im Alltag berichtet. Dafür, dass viele Menschen ihn seltsam oder böse angucken, hat er Verständnis, denn sie können nicht wissen, dass er aus medizinischen Gründen Cannabis raucht. Und dass Patienten Cannabis auf Rezept bekommen, das kommt nun mal in Deutschland bis jetzt sehr selten vor. Wir haben es gerade gehört, gerade mal 250 Patienten dürfen das bundesweit. Bei uns im Studio ist der Apotheker Felix Tenbig aus Dortmund. Ja, viele kennen Cannabis nur als Droge. Wie sehen Sie das? Ist das für Sie tatsächlich ein Medikament? Durchaus. Cannabis ist ja eigentlich der wissenschaftliche Begriff für eine Arzneipflanze, für die Handpflanze. Und diese enthält nun mal pharmakologisch wirksame Substanzen, die sowohl als Rauschmittel, wie wir es oft kennen, aber auch als Arzneimittel genutzt werden können. Mhm. Apropos Rauschmittel. Im Film sagen die beiden Patienten, dass sie mit diesem Rausch, der ja durchaus weiterhin auftritt, gut klarkommen, dass sie das kontrollieren können. Kann man das tatsächlich? Das ist durchaus realistisch. Ich kenne jetzt die genauen Daten dazu nicht. Aber in der Regel heißt es, dass die arzneilich wirksame Dosis niedriger ist als die Dosis, die für Rauschzustände genutzt würde. Und der ähm, Patient in dem Film eben hat es ganz gut erläutert. Ein kranker Organismus reagiert auch anders auf diese Cannabinoide. Das heißt, es ist tatsächlich ein Unterschied, ob jemand gesund ist, sich einen Joint dreht oder tatsächlich jemand mit so einer Krankheit, wie wir es gerade gesehen haben. Ganz genau. Wir kennen das zum Beispiel auch bei Morphin, bei den Morp-Opioiden, die als Schmerzmittel eingesetzt werden. Die machen einen schmerzkranken nicht süchtig, nicht abhängig, während das bei einer missbräuchlichen Anwendung durchaus ein Problem darstellt. Genau, da haben ja viele auch Angst, dass sie dann süchtig werden nach Cannabis. Also diese Gefahr besteht da nicht. Sie ist zumindest deutlich reduziert, wenn man es in medizinisch adäquaten Maße anwendet. Mhm. Genau, das Ganze ist ja immer in Verbindung zu sehen mit einem, mit einem Rezept vom Arzt. Also, das kann man nicht einfach so sich in der Apotheke holen, das muss man sich ja verschreiben lassen. Ähm, bei welchen Erkrankungen und Symptomen hilft Ihrer Meinung denn Cannabis ganz sicher? Also, Cannabis oder seine einzelnen Inhaltsstoffe sind gut untersucht, zum Beispiel ähm, bei Spastiken, bei Krampfzuständen, zum Beispiel Multiplasklerose. Da gibt es auch ein zugelassenes Fertigarzneimittel in Deutschland für diese Indikation. Es ist ferner gut bewährt bei der Behandlung von Übelkeit, die durch Chemotherapie bei Krebspatienten verursacht wird, mhm. oder aber auch zum Beispiel zur Appetitsteigerung bei abgemagerten kachektischen AIDS-Patienten zum mhm. Beispiel. Bei welchen Patienten darf es denn nicht angewendet werden? Wie bei allen Arzneimitteln gibt es auch bei Cannabis Risiken und vor allem Kontraindikationen. Dazu gehören zum Beispiel Patienten, die schon psychische Erkrankungen haben. Es ist aber auch nicht zugelassen für Jugendliche unter 18 Jahren, für Schwangere, stillende. Ja, das mhm. ist schon mal eine ganze ähm, große Palette an, ähm, an Patienten, die, wie gesagt, die das nicht nehmen dürfen. Das Ganze, wie gesagt, ja auch nur in Verbindung. Patient und Apotheker brauchen eine Sondergenehmigung der Bundesopiumstelle. Also ganz so einfach kommt man da nicht dran und das alles ja auch nur unter ganz kontrollierten Bedingungen. Felix Tenwick, herzlichen Dank, dass Sie uns das im Studio erläutert haben. Und Vielen danke. Dank.